Knapp 9 Millionen Einwohner, fast jeder Dritte hat ein Auto. Wie es auf Londons Straßen zugeht, soll Mario Apfelbaum für uns herausfinden. Die fahren alle auf der falschen Seite, Steuerknüppel links und ich mittendrin. Normalerweise liebe ich ja Autofahren, aber das hier ist eine ganz andere Nummer. Schafft Mario den britischen Führerschein ohne Vorbereitung und Übung? Um das zu beurteilen, brauchen wir erstmal einen echt britischen Fahrlehrer. In Großbritannien fahren zu lernen, ist wie eine Doktorarbeit. Das erste Mal im Linksverkehr, nicht die einzige Herausforderung für unseren Reporter und nervenaufreibend für das gesamte Team. Pass auf! Der Bus kam so nah. Ich dachte, oh Gott, in den fahren wir rein. Sie fragen sich, warum dieser mutige Mann neben Mario sitzt? Um Katastrophen zu verhindern. Er ist Marios Guide im Londoner Verkehrschaos. Einen Führerschein hat Mario. Trotzdem soll er fix sein theoretisches Wissen auffrischen. Regeln im Theorieunterricht büffeln ist in Großbritannien übrigens gar nicht mehr verpflichtend. Dafür gibt es Apps. Der Moment der Wahrheit. Yes! 44. Also ich hätte gedacht, ich hätte 50 von 50 richtig, aber 44. Ich hab's geschafft. So, der Theorieteil, der war leichter als gedacht, aber jetzt kommt der Härteteil. Die praktische Prüfung, fahren in London mit dem Auto, Gangschaltung links. Horror. Ich habe so Angst, dass ich das Auto crashe heute. Doch die Probleme unseres Reporters fangen viel harmloser an, mit der Suche nach dem Lenkrad. Klassiker. Ja, gut. Gehen wir auf die Fahrerseite, ne? Allein fahren lassen wir Mario nicht. Ich bin Trevor, ich bin heute dein Fahrprüfer und fahre ein bisschen mit dir durch die Stadt. Britische Fahrschüler dürfen direkt hinters Steuer mit einem erfahrenen Begleiter. Für Mario ist das Trevor Bickles. Er ist seit 8 Jahren Taxifahrer und Comedian mit gut besuchtem TikTok-Kanal. Trevor kennt jede Seitenstraße Londons und weiß, wie er sich am besten durch die vollen Straßen mogelt. Deshalb ist er heute Marios Mentor. Bevor es losgeht, statten wir jeden Winkel des Autos mit Kameras aus, um keinen von Marios Erfolgen zu verpassen. Wenn du zu nervös bist und nicht mehr weißt, was du machen sollst, dann geh einfach mit dem Verkehr. Sobald wir einen sicheren Platz zum Anhalten finden, fahren wir da raus. Bereit, wenn du es bist. Nervös? Alles wird gut, ich bin auch nervös, sehr nervös sogar. Ich mache nur Spaß. Ich habe schon Panik gekriegt. Nur Spaß. Das kann ja heiter werden. Zur Erinnerung, wir wollen wissen, schafft es Mario unfallfrei durch den Londoner Stadtverkehr zu fahren? Sieht bisher eigentlich ganz easy aus, aber es gibt einige echt knifflige Verkehrspunkte. Zu denen fahren wir jetzt natürlich. Die Moped-Fahrer hier sind ziemlich mutig unterwegs. Hast du gesehen, wie der Typ vor dir eingeschert ist? Das wirst du heute noch oft erleben. Sehr oft. Hast du Tipps für uns, wie man in London am besten fahren sollte? Mach den Schulterblick nach links, benutz die Seitenspiegel, fahr selbstbewusst und stress dich nicht. Einfach nicht stressen lassen. Wenn es um den Verkehr geht, ist London eine ganz eigene Welt. Ein Mischmasch aus allen möglichen Menschen. Manche haben es eilig, manche nicht. Leute, die Transporter fahren, LKW-Fahrer, Taxifahrer, normale Autofahrer. Was manche Leute auf der Straße treiben, macht dich sprachlos. Das ist auch Thema in Trevors TikTok-Kanal. Ich weiß, Sie sind Taxifahrer, aber was ist Ihr Beruf? Mach schon. Wie ist der Verkehr in Wembley? Keine Ahnung, wir sind in Blackfriars. Ist das kontaktlos? Zurück zu Marios Fahrprüfung.
Schon die erste Station sorgt für Angstschweiß, einer von Londons größten Kreisverkehren. Vier Spuren, kein Grün, kein Rot. Hier bestimmt keine Ampel, wer fahren darf und wer nicht. Ob unser Reporter da wieder rauskommt? Los geht's! Es gibt keine Spuren. Doch. Ah, hier. Redakteurin Vivi traut Marius Fahrkünsten nicht so ganz. Das machst du echt gut. Du machst mich nervös. Wirklich? Das tut mir leid. Na, läuft. Besser gesagt, fährt doch. Gut gemacht. Mario fährt zum ersten Mal im Linksverkehr. Wie ist das so, auf der falschen Seite zu sitzen? Ich kann nicht einschätzen, wie breit das Auto ist. Pass auf. Der Bus kam so nah. Ich dachte, mein Gott, in den fahren wir rein. Aber nichts passiert. Ich dachte, oh Gott, was macht mir gerade mehr Angst, der Bus oder Trevor? Ich weiß es nicht genau. Der Linksverkehr behält seine Tücken und Mario kommt ins Plaudern. Deutschland ist ein Autoland. Wenn du Eindruck machen willst, dann hast du eine coole Karre. Wie ist das in Großbritannien? Sowas findest du in London auch. Aber mit einem Ferrari oder Porsche willst du richtig fahren, oder? Schau dir die ganzen Ampeln an. So ist es doch. Stop. Easy. Das Auto kommt von rechts, nicht von links. Du hast das Auto fast abgewürgt. Alles gut. Okay, wo lang? Big rechts ab. Okay. Wo kam der Transporter her? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, das war knapp. Also da merkt man schon, wenn man mehrere Jahre daran gewöhnt ist, in die andere Richtung zu schauen, und zwar nach links, dann passieren genau solche Situationen. Ich habe natürlich nicht nach rechts geschaut und dann kam dieser Transporter und da sind alle unsere Herzen mal kurz stehen geblieben. Und nicht nur da. Riesig und knallrot. Eigentlich sind Londons Doppeldeckerbusse nicht zu übersehen. Mario bereiten sie scheinbar trotzdem Probleme. Auch die eine oder andere rote Ampel übersieht er im Verkehrschaos. Und Fußgänger hat unser Reporter auch fast auf dem Gewissen. Mario sorgt für ordentlich Adrenalin, aber das hätte er eigentlich ahnen müssen. Rückblick. Erst gestern hat Mario die britische Theorieprüfung erfolgreich absolviert. Anders als bei uns besteht die in Großbritannien aus zwei Teilen. Den Multiple-Choice-Teil hat unser Reporter easy geschafft. Fehlt noch Teil 2. Bist du bereit für den Gefahrenerkennungstest? Yes. Yes, klar, sowas von bereit. Wenn du diesen Test nicht bestehst, fällst du in beiden durch. Mario hat 15 Minuten Zeit, um sich 14 Videoclips anzuschauen. Glaubt er, eine potenzielle Gefahr zu erkennen, muss er rechtzeitig klicken. Mist, ich habe die Gefahr verpasst. Gefahr. Ich glaube, den bestehe ich nicht. Der Test stellt alltägliche Fahrsituationen dar und soll auf Gefahren, wie beispielsweise Autos, die aus einer Einfahrt kommen, aufmerksam machen. Also ich muss zugeben, bei diesem Gefahrenerkennungstest, ich habe nicht wirklich verstanden, was ich machen sollte. Deswegen habe ich die ganze Zeit geklickt, wenn irgendeine Gefahr war. Fußgängergefahr, Fahrradfahrergefahr, Autogefahr, ich fahre Gefahr. Okay, das war's. Mal schauen, wie viele Punkte wir hier haben. 53 of 75. Yes! Yes! Ich hab's geschafft. Yes! Nicht schlecht, Mario. Okay, das scheint wohl eher Glück beim Raten gewesen zu sein. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Theorieprüfung bestanden und trotzdem ein Fehler nach dem anderen. Das Team ist gut durchgeschüttelt. Da hilft nur ein Snack. Nächste Station, der Drive-In. Da fahren wir aber nicht nur für Milchshakes hin.
In Großbritannien und auch bei uns in Deutschland gilt hier nämlich eine Regel für Handys am Steuer, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn du als Fahrer dein Telefon im Auto benutzen willst, muss der Motor aus und die Handbremse gezogen sein. Wirklich? Also war es falsch, was ich gemacht habe? Streng genommen war es falsch. Weil der Motor noch lief und die Handbremse nicht gezogen war, hätte Mario ein Bußgeld von umgerechnet 230 Euro zahlen müssen. Gut, wenn man sowas vorher weiß. So, jetzt aber keine Gnade mehr. Schafft es Mario, sich zur Rush Hour an einem der Verkehrsknotenpunkte Londons, dem Trafalgar Square, zu behaupten? Schon merkt man, dass der Druck ein ganz anderer ist. Alter Falter, jetzt wird's hier eng. Etwa 2,6 Millionen Autos allein in London. Und das Verrückte, hier kann jeder Fahrlehrer sein, solange man über 21 ist und mindestens 3 Jahre Fahrerfahrung hat. Einzige Ausnahme, die Autobahn. Das war hervorragend. Gut gemacht. Nächste Gefahrenquelle? Neben zahlreichen Autos, Bussen und Mopeds sind hier auch jede Menge Fahrräder unterwegs. Aber Fahrradwege sind rar, obwohl es reichlich Radler gibt. Fahrradfahrer. Um ehrlich zu sein, sind die ein großes Diskussionsthema. Es scheint, als hätten sie mehr Rechte. Leute passen besser auf, was ich gut finde. Aber es gibt keine Konsequenzen für Radfahrer und ihr Verhalten. Ein Autofahrer ist schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Andererseits finde ich aber auch, dass diese Straßen hier nicht für Fahrradfahrer gemacht sind. Und ich persönlich bin jemand, der einer dieser verrückten Fahrradfahrer ist. Deswegen, ich glaube, ich hatte ziemlich viel Spaß da draußen in London. Und er ist Polizist. Wir sind seit 4 Stunden unterwegs und bald alle durch. Tempolimits überall. Das soll's leichter machen, bewirkt aber das Gegenteil. Alles ist Tempo 30. Nirgendwo kannst du schnell rasen. Alles ist irgendwie mit Ampeln oder Strichen geregelt. Trotz Geschwindigkeitsbegrenzung, Londons Verkehr ist Chaos pur. Da ist es gar nicht so einfach, alles im Blick zu haben. Wie war es für dich, als du das erste Mal in London gefahren bist? Furchtbar, ich hatte echt Angst. Die ersten Male war ich super nervös. Ich wusste, was ich machen muss, aber mit den ganzen Menschenmengen und so. Oh, das war knapp. Stopp, die Ampel ist rot. Ich wollte von der Kreuzung runter, ist das falsch? Du hättest einfach warten sollen. Jetzt ist es grün. Ich war gerade über Rot gefahren. Hoffentlich gibt das keinen Strafzettel. Denn in London überwachen zahlreiche Kameras den Verkehr. Wer eine rote Ampel überfährt, zahlt umgerechnet 115 Euro und bekommt 3 Punkte aufs Konto. Wer mehr als 12 Penalty Points hat, muss den Führerschein abgeben. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 8. Oh. Wow. Du hast es überstanden. Wir haben überlebt. Und wir sind in einem Stück angekommen. Mario hat sich ganz gut gemacht und es durch Londons Verkehrschaos geschafft, wenn auch mit Trevors Unterstützung. Aber er hat sich den Fahrfehler erlaubt, der auf allen Straßen dasselbe bedeutet. Hat er unsere simulierte Prüfung trotzdem bestanden? Was sagst du? War ich okay? Du bist gut gefahren. Abgesehen von deinem Problem mit roten Ampeln, aber ansonsten bin ich ziemlich beeindruckt. Du warst viel sicherer als gedacht. Also, hätte ich bestanden? Wenn man von der roten Ampel absieht, ja. Wenn nicht, das ist eine rote Ampel, Mann. Überall auf der Welt ist es dasselbe mit roten Ampeln. Da bleibe ich streng.
Travers britische Höflichkeit heißt durchgefallen. Aber unser Reporter hat Glück, er besitzt einen EU-Führerschein und darf trotzdem fahren. Unser persönliches Fazit: In London das Auto lieber stehen lassen und mit Metro, Bus oder einem der ikonischen Cabs fahren.